Hallo und willkommen bei Schreibe. Du hast eine ungeschriebene Hausarbeit vor dir und kannst dich einfach nicht dafür motivieren? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich dir verraten, wie du dich für das Schreiben deiner Hausarbeit motivieren kannst. Und zwar so richtig. Die Seiten werden sich beinahe von allein füllen. Versprochen. In den nächsten paar Minuten gebe ich dir simple Methoden mit auf den Weg, wie du den Anfang deiner Hausarbeit meisterst und der Rest zu einem Selbstläufer wird. Zu diesem Zweck habe ich 4 einfache und effektive Ideen für dich, mit denen du die Motivation für deine Hausarbeit ins Unermessliche steigern kannst. Am Ende des Videos verrate ich dir noch einen psychologischen Trick, der alles verändern wird. Schaue das Video also unbedingt bis zum Ende, damit du top motiviert in deine Hausarbeit starten kannst. Falls dir dieses Video gefällt und ich dir damit weiterhelfen kann, belohne es unbedingt mit einem Daumen nach oben. Abonniere dazu auch den Kanal, damit du kein Uni-Geheimnis mehr verpasst. Jetzt kommen wir aber zum Inhalt des heutigen Videos. Der erste Satz ist immer der schwierigste. Das ist nicht nur bei einem Roman, einer Bewerbung oder einem Liebesbrief so, sondern auch bei einer Hausarbeit. Die Wohnung ist geputzt, Hunger und Harndrang sind für die nächsten 60 Minuten kein Thema mehr und auch deine Freunde sind nicht erreichbar, denn es ist Montag in der Früh. Dein Laptop posiert frech auf deinem Schreibtisch und wartet darauf, dass du ihn mit deiner Weisheit füllst. Es bleibt wirklich nichts anderes zu tun, außer deiner Hausarbeit. Die Deadline rückt immer näher, du musst jetzt anfangen, sonst kommst du in Schwierigkeiten. Morgen anzufangen ist keine Option. Doch wie sollst du überhaupt starten? Das Thema ist öde, 15 Seiten sind einfach viel zu viel und außerdem wartet seit 2 Tagen schon die neueste Folge deiner Lieblingsserie in der Netflix-Pipeline. Wie zur Hölle kannst du dich jetzt motivieren, damit du die Arbeit endlich hinter dich bringst? Idee Nummer 1. Behalte deine Routine bei. Du gehst in der Regel unter der Woche zum Sport oder anderen Hobbys nach. Am Wochenende triffst du dich mit Freunden. Behalte diese Verabredung mit dir und anderen unbedingt bei. Wenn du die Momente, auf die du dich freust, aus deinem Alltag streichst, wird deine Motivation nur noch weiter sinken. Der Tag hat 24 Stunden, von denen du höchstwahrscheinlich 16 Stunden lang wach bist. Welcher Mensch kann auf Dauer 16 Stunden konzentriert arbeiten? Ich jedenfalls nicht. Mach also einen Termin mit dir selbst aus. Lege die Zeit fest, in der du für deine Hausarbeit arbeitest. Und zwar nur für deine Hausarbeit. Verbanne dein Smartphone und alle anderen Störquellen, damit du die Zeit auch wirklich effektiv nutzt. Ist die Zeit abgelaufen und du hast dein Tagesziel erreicht, hast du nun Zeit für dich. Jetzt wird wiederum die Hausarbeit aus deinem Kopf verbannt. Zum Thema Arbeiten ohne Ablenkung kann ich dir auch das absolut geniale Buch Deep Work von Cal Newport empfehlen. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Idee Nummer 2. Beachte deinen Biorhythmus. Kein Witz, wir Menschen sind entweder Lerchen oder Eulen. Die eine Sorte von Menschen mag es lieber früh aufzustehen und die andere liebt die späten Stunden des Tages. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Welcher Typ du bist, wirkt sich auch auf dein Arbeitsverhalten aus. Bist du absolut kein Morgenmensch und kannst dich morgens einfach nicht gut konzentrieren? Warum solltest du dich dann in diesen Stunden quälen? Höre auf deinen Körper und schreibe deine Arbeit zu einer Tageszeit, in der du dich am besten darauf konzentrieren kannst. Ich beispielsweise bin eine richtige Eule. Vor 9 Uhr morgens habe ich noch nie eine Uni von innen gesehen. Meine Hausarbeiten habe ich allesamt in den Abendstunden verfasst. Selbst wenn man erst um 17 Uhr damit anfängt, hat man bis 24 Uhr ganze 7 Stunden effektiv gearbeitet. Idee Nummer 3. Setze dir kurzfristige Ziele. Teile dir deine Hausarbeit in Meilensteine ein. Schätze in etwa ab, was du jeden Tag erreichen solltest, damit du mit einem von dir festgeschriebenen Workload deine Hausarbeit fertigstellen kannst. Du kannst deine Meilensteine nach Arbeitsschritten einteilen oder gegen Ende deiner Hausarbeit auch nach produziertem Text. Für mich hat die Regel eine Seite pro Tag immer sehr gut funktioniert.
So musste ich meinen Tag nicht völlig für die Hausarbeit opfern und habe trotzdem signifikanten Fortschritt erzielt. Wenn du dir nun also kurzfristige Ziele gesetzt hast und diese auch erreichst, passiert Folgendes. Du wirst selbstbewusster, denn dein Verstand appelliert an die Logik. Wenn du jeden Tag dein Miniziel für das Schreiben deiner Hausarbeit erreichst, ist sie nach Komplettierung des letzten Ziels fertig. Da führt gar kein Weg daran vorbei. Eine wichtige Sache, die du hierbei beachten solltest, baue einen Puffer ein. Lass dir also mehrere Tage zwischen dem letzten Meilenstein und der Deadline Zeit. So geht die Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass du nicht rechtzeitig fertig wirst oder in Zeitnot gerätst. Idee Nummer 4. Visualisiere deinen langfristigen Erfolg. Wenn die anstehende Hausarbeit wie ein Damoklesschwert über deinem Wohlbefinden schwebt, dann ist eine Sache besonders schwierig. Sich vor Augen zu führen, wozu man das eigentlich alles macht. Es kommen Fragen auf wie, wie soll mir das auf meinem weiteren Werdegang jemals etwas nützen? Worin besteht der Sinn, sich über ein solches Thema seitenweise auszulassen? Die Antwort darauf ist nicht so einfach. An dieser Stelle solltest du dich zunächst mit folgender Antwort zufrieden geben. Eine Hausarbeit simuliert wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliches Arbeiten ist die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen akademischen Abschluss. Und schließlich hast du dir diesen ja als Ziel gesetzt. Gehe nun also wie folgt vor. Visualisiere deine langfristigen Ziele, die dir das Schreiben deiner Hausarbeit ermöglicht. Die Hausarbeit ist nur ein kleiner Schritt dorthin, doch in diesem Moment ist genau dieser kleine Schritt der wichtigste. Was möchtest du mit deinem Studium erreichen? Möchtest du einen bestimmten Notendurchschnitt erzielen, damit du in deinem Traumberuf arbeiten kannst? Oder möchtest du dein Studium abschließen, um damit ein monatliches Gehalt zu verdienen, das dir alle deine materiellen Wünsche erfüllen kann? Bist du vielleicht sogar auf der Suche nach deinen Stärken und Schwächen und möchtest deine Fähigkeiten und deinen Intellekt weiterentwickeln? Die Erreichung all dieser Ziele führt nur über diese eine Hausarbeit. Also bring dich jetzt so richtig in Stimmung mit deiner Lieblingsmusik oder einem gut zubereiteten Kaffee. Setz dich an deinen Laptop und ergieße deine Ideen und Argumente in die Tastatur. Los geht's! Wie versprochen habe ich zum Abschluss dieses Videos noch eine Bonusidee für dich. Dabei handelt es sich um einen Trick, der wissenschaftlich fundiert ist und garantiert funktionieren wird. Dazu begeben wir uns in das Forschungsfeld der Sozialpsychologie und beschäftigen uns mit der Konditionierung von Verhaltensweisen. Was bedeutet es, sich oder jemanden auf eine bestimmte Handlung zu konditionieren? Ganz einfach. Eine wiederkehrende Handlung oder ein bestimmtes Verhalten wird mit einer Belohnung verknüpft. Wie gut das funktioniert, weißt du, wenn du einen Hund hast oder im Zoo schon einmal Seerobben dabei beobachtet hast, wie sie Kunststücke aufführen. So einfach es auch klingen mag, aber unser menschliches Gehirn kann genauso konditioniert werden. Was müssen wir also tun? Um dich auf das Schreiben deiner Hausarbeit zu konditionieren, brauchst du eine Belohnung. Suche dir also eine Belohnung aus, die ein echtes Glücksgefühl in dir auslöst. Beispielsweise ein großes Stück Schokolade, eine Partie FIFA auf der PlayStation oder ein Video deiner Lieblings-YouTuberin. Egal was es ist, es soll so richtig Spaß machen. Aber Vorsicht, zu viel Schokolade kann auch gefährlich werden. Die kurzfristigen Ziele, die du bereits aus Idee Nummer 3 kennst, unterteilst du jetzt einfach in weitere Einheiten. So, dass du pro Tag etwa 5 bis 7 Unterziele hast. Der Einfachheit halber können diese Minimeilensteine auch Stunden sein. Jetzt platzierst du deine kleinen Belohnungen einfach entlang dieser Ziele. Pro Stunde ein Stück Schokolade oder alle 2 Stunden eine Partie auf der PlayStation. Was jetzt passieren wird, dein Gehirn verknüpft die Aktivität, also das Schreiben deiner Hausarbeit, mit einem positiven Erlebnis. Wenn du diese Aktivität kontinuierlich belohnst, sinkt deine Hemmschwelle, dich dafür zu motivieren. Wenn du dieses Prozedere einige Tage lang anwendest, dann wirst du eine Gewohnheit entwickelt haben. Es wird dir total leicht fallen, dich hinzusetzen und an deiner Hausarbeit zu schreiben. Denn dein Gehirn ist mittlerweile darauf programmiert und freut sich bereits auf seine Belohnung. Wenn du an diesem Punkt angelangt bist,
stellt sich die Frage nach der Motivation für deine Hausarbeit gar nicht mehr. Du machst es einfach. Jetzt weißt du, wie du dich optimal für das Verfassen deiner Hausarbeit motivieren kannst. Es gibt also keine Ausreden mehr. Fang jetzt an. Sofort. Falls dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr Videos dieser Art sehen möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere unbedingt den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Schau auch in der Videobeschreibung vorbei, dort findest du hilfreiche Materialien, mit denen du dein Können auf das nächste Level hebst. Bis zum nächsten Mal!